Du träumst davon, deinen Sport zum Beruf zu machen? Du möchtest international als Spitzensportler durchstarten und bist bereit, alles dafür zu geben? Die Spitzensportförderung der Armee kann dich dabei unterstützen und dir helfen, deinen Traum zu leben. Sportförderung der Armee steht allen dienstpflichtigen Frauen und Männern offen. Athletinnen und Athleten, welche von diesem Angebot profitieren wollen, melden sich über ihren Sportverband an und machen so einen ersten wichtigen Schritt, um als Profi durchzustarten. Swiss Olympic und das Kommando der Spitzensport RS laden die Kandidaten anschließend nach Macklingen zu einem Selektionsgespräch ein. Ja, am Anfang war ich schon recht nervös, aber nachher bist du reingekommen und man hat sich gerade alle getutzt und dann ist natürlich die Stimmung gerade schon viel lockerer und dann ist eigentlich alles wie im Schnürchen gelaufen und es ist mega schnell vorbeigegangen, obwohl es recht lang gedauert hat. Fällt hier ein positiver Entscheid, geht es erst richtig los. Die Rekruten beginnen alle mit einer fünfwöchigen militärischen Grundausbildung. In den ersten 5 Wochen Grundausbildung haben wir viel geschossen. Zuerst auf dem 30 Meter Stand, nachher auf dem 300 Meter, was ich persönlich eigentlich sehr cool gefunden habe. Die Spitzensportler sind 18 Wochen. Man ist davon 5 Wochen, die ersten 5 in Lys, in der Kaserne, und macht die allgemeine Grundausbildung vom Militär. Man hat aber während dieser Zeit immer am Nachmittag noch Zeit zum Trainieren. Am Morgen in der Uniform, am Nachmittag im Trainer. Militär und Sport werden in der Spitzensport RS optimal kombiniert. So Sportler wie mit meiner Situation, denke ich, ist das Beste, was du machen kannst, ins Militär zu gehen, vor allem als Frau. Du kriegst sonst nie irgendwie so eine Förderung. Nach erfolgreichem Abschluss der Grundausbildung können die Athletinnen und Athleten nun vollzeitlich im Sportzentrum Macklingen trainieren. Zuerst werden sie während 3 Wochen zum Militärsportleiter ausgebildet. In den verbleibenden 10 Wochen geht es dann nur noch um sie und ihren Sport. Mit professioneller Unterstützung werden die Athleten zu Höchstleistungen gebracht. Die Armee profitiert hierbei von der professionellen Infrastruktur, welche vom Bundesamt für Sport zur Verfügung gestellt wird. So können die Sportler und Sportlerinnen vom vielseitigen Angebot in Macklingen
und an den sportartspezifischen Trainingsorten im In- und Ausland profitieren. Macklingen als Sportort ist eigentlich eine riesige Chance für uns als Sportler. Wir haben alles vor Ort, also irgendwie innerhalb von 10-15 Minuten zu Fuß sind wir vom Unterkunft zu den weitesten Hallen, um optimal trainieren können. Nebst den Trainings werden auch spezielle Ausbildungsprogramme angeboten. Durch Massagelektionen und Ernährungsberatungen lernen die Spitzensportrekruten ihren Körper besser kennen. Sie besuchen eine Medienschulung, werden bei ihrer individuellen Karriereplanung beraten und in autogenem Training geschult. Ein Gesamtpaket, welches man in dieser Form nur bei uns findet. Es ist natürlich in erster Linie ein extremes Privileg. Oder? Man wird ausgesucht von einem Bunch of People, also sehr viele Leute bewerben sich und es werden eigentlich schlussendlich nur extrem wenig genommen. Es ist also ein Privileg, dass man überhaupt drin sein darf, in dem Förderungsgefäß der Schweizer Armee. Ich glaube, wenn ich die 13 Wochen in Macklingen nicht gehabt hätte, wäre ich vielleicht gar nie so weit gekommen. Nach Abschluss der Spitzensport RS werden die Wiederholungskurse mit den jeweiligen Sportverbänden abgesprochen. Sie sollen als zusätzliche Trainingstage im Hinblick auf Großanlässe genutzt werden. Ja, die WKs waren ja dann für mich so, dass ich voll ins Training eingestiegen bin. Das heisst am Anfang in Macklingen und später auch in Einsiedeln. Zum Teil sogar im Ausland, weil wir natürlich auch Chancenwechsel brauchen. Und von dem her konnte ich dort sehr gut meine Tage abdienen. Als Angehörige der Armee haben die Sportler zudem die Möglichkeit, an internationalen Militärsportwettkämpfen teilzunehmen. An den sogenannten CISM-Wettkämpfen repräsentieren sie die Schweizer Armee im internationalen Rahmen und leisten so ihre Diensttage. Auserwählte Athletinnen und Athleten, welche die geforderten Höchstleistungen erbringen, können weiter von einer 50%-Anstellung in der Armee profitieren. Ja, es gibt die Möglichkeit, als Profi zu trainieren. Und das ist eine sehr grosse Anerkennung auch von Seite des Militärs, dass sie an uns geglaubt haben, schon dann. Das war ein Glücksfall für mich. Also absolut, dass ich einer von den Athleten darf sein, der das Privileg geniessen kann. Mit dieser Anstellung geben wir den Athleten eine finanzielle Grundlage und schenken ihnen das Vertrauen für einen langfristigen Aufbau, um an Olympischen Spielen ein Diplom oder eine Medaille zu gewinnen. Der Sport steht hier an erster Stelle. Ohne Wenn und Aber. Man muss auf jeden Fall das wollen und man muss auf jeden Fall auch bereit sein, um vieles für den Sport zu investieren. Aber wenn man wirklich will, an die Spitze will, dann wird man sehr stark unterstützt von der Seite Macklingen und von der Seite Militär. Die stehen wirklich voll hinter einem. Und ja, ich bin sehr dankbar, dass ich von dieser Unterstützung habe, profitieren konnte. Wir glauben an dich und deinen Sport. Gerne helfen wir dir, als Spitzensportler durchzustarten und deinen Traum zu leben. Die Spitzensportförderung der Armee.